Drei Dinge waren es, auf die Graf Eberhard in Barth in seinem Leben besonders stolz war. Die Wiedervereinigung des Landes, die Gründung der Universität Tübingen und eine dritte Sache. Alle drei sind hier mit dem Einsiedel bei Kirchentransfort eng verbunden. Die dritte ist mit Sicherheit die spektakulärste. Wir werden sehen. Machen wir jetzt mal kurz klar, in welcher Zeit Eberhard in Barth eigentlich aufwächst. Spätes, ausgehendes Mittelalter. Eine Zeit, in der das Ständedenken noch sehr klar verhaftet war. Es gibt der erste Stand, Klerus, alles Geistliche. Der zweite Stand, der Adel. Und der dritte Stand, der Rest. Und im Grunde genommen gibt es wenig Berührungspunkte mit diesen verschiedenen Ständen. Klar, man kann irgendwie Kleriker werden und dann in den ersten Stand wechseln, aber im Grunde genommen ist man halt in einem Stand und ist in diesem Stand. Die Regentschaft liegt natürlich in Händen des Adels. Und sollte ein Regent, wie zur Zeit Eberhards Jugend, ausfallen, also sollte ein Regent zu früh sterben und seine Kinder sind, wie Eberhard, noch nicht mündig, dann lässt man vielleicht irgendwie die Regentschaft laufen über irgendwelche Räte oder sowas. Aber im Grunde genommen Regentschaft Adel. Eberhard in Barth ist der Erste, der fragt, warum eigentlich? Kurzer Ausflug in die Kirchenpolitik Eberhards. Eberhard, wie gesagt, macht eine wie auch immer geartete Wandlung durch. Vom Lebemann hin zum Frommen. Vom Saulus zum Paulus. Und so installiert Eberhard in Barth jede Menge Reformen der Kirche in Württemberg. Mit seinen Haupthelfern sind die Brüder zum gemeinsamen Leben. Das ist kein Orden, auch wenn es immer wieder verwechselt wird, sondern eine irgendwie gefasste brüderliche Gemeinschaft von Männern, die eben sagen, sie möchten fromm nach biblischem Vorbild zusammenleben. Kommt ursprünglich aus Holland. Und Eberhard lernt diese Gruppe der Brüder zum gemeinsamen Leben kennen und holt sie nach Württemberg. Er stiftet ihnen zunächst mal in Urachenhaus. Baut ihnen da das heutige Einkehrhaus der evangelischen Kirche auf. Diese riesige Amanduskirche, die wir schon gesehen haben, wird für sie fertig gebaut. Und hier ist der erste Sitz der Brüder zum gemeinsamen Leben. Ganz schnell kriegt sie aber Dependancen in Dettingen-Erbs, als finanzstarker Hof quasi für die Brüder. In Tachenhausen bei Nürtingen, wo sie auch große Einkünfte generieren können über eine Marienwallfahrt. In Herrenberg, wo das heutige Dekanatsgebäude noch immer das ehemalige Bruderhaus ist, und eben hier auf dem Einsiedel. Diese Kirchenreform zielt zunächst mal wirklich auf die Reform der Kirche, die ja kurz vor der Reformation Luthers wirklich in einem beklagenswerten Zustand ist. Das ist die Kirchenreform, die ist Eberhard in Barth sehr wichtig. Und er ist, dritte Tat, sehr stolz darauf, die Brüder zum gemeinsamen Leben nach Württemberg geholt zu haben. Aber das ist noch lange nicht alles. Denn hier auf dem Einsiedel startet er ein Modellprojekt, das seinesgleichen sucht. Und hier sind wir bei einem echten Ego-Dokument Eberhards in Barth. Nämlich der Stiftung des Hauses. Ich zitiere mal kurz. Hier auf dem Einsiedel sollen alle Brüder, geistlich und Laien, aus göttlich und brüderlicher Liebe miteinander freundlich und friedlich wandeln als wahrliche Brüder und Kinder eines himmlischen Vaters. Keiner sich über den anderen erheben, sondern gedenken, dass sie alle gleich von einem ersten Vater Adam kommen und in gleicher Weise geboren worden sind. Und durch ein Portal des Todes für das strenge Gericht und Urteil Gottes gehen müssen, da kein Unterschied sein wird zwischen Edlen und Unedlen, zwischen Pfaffen und Laien, Reich und Armen, sondern dass ein jeder Belohnung nehmen müssen nach seinen Werken. Sensationell. Was sagt Eberhard in Barth da? Er sagt, diese Stände, wozu gibt es die überhaupt? Die sind nicht irgendwie begründet. Alle Menschen sind zunächst mal gleich, kommen gleich auf die Welt
und erleiden das gleiche Schicksal. Warum gibt es Stände? Das gilt es mal zu überprüfen. Und so stiftet er hier auf dem Einsiedel ein großes Haus der Brüder zum gemeinsamen Leben, dotiert es wahnsinnig reich, gibt ihnen ganz viel Geld und sagt, passt auf, ich hätte gerne 12 Kleriker, 12 Adlige und 12 ehrbare Bürger, die hier komplett gleich zusammenleben sollen, als Brüder. Und dann gucken wir mal, was passiert. Genau das macht er hier auf dem Einsiedel. Sensationelle Entwicklung. Und Eberhard im Bart stellt auch fest, dass diese Brüder hilfreich sind. Er installiert hier quasi so eine Art Beratergremium, das er immer wieder aufsucht. Immer wieder kommt Eberhard hierher in das Bruderhaus und diskutiert mit den Brüdern tagesaktuelle politische Fragen, aber auch andere. Man spricht in die Quelle von einem geistlichen Turnier, das er hier immer wieder stattfinden lässt, zwischen den Brüdern und sich. Das heißt, er testet aus, wie funktioniert denn dieses Zusammenleben aller Menschen auf gleichem Niveau. Und offensichtlich gefällt ihm das so, dass er 1492 bei der Stiftung des Hauses schon einrichtet, eine Sache, die später 1496 massiv wichtig wird. Was meine ich? 1496 stirbt Eberhard im Bart, Nachfolger wird Eberhard der Zweite. Bei dem schon klar ist, dass das nicht so furchtbar einfach wird mit ihm. Und Eberhard im Bart lässt schon im Esslinger Vertrag, den er wohlgemerkt, einen Tag vor der offiziellen Stiftung dieses Hauses, man beachte die Symbolik, unterschreiben lässt. In diesem Esslinger Vertrag legt Eberhard im Bart fest, sollte ihm ein Nachfolger nichts taugen, dann darf er abgesetzt werden und ersetzt durch ein Landesregiment, das, Achtung, besteht aus gleichen Teilen Kleriker, Adligen und Bürgern. Denn er hat hier auf dem Einsiedel schon bemerkt und auch bestätigt bekommen, dass diese drei Stände ganz hervorragend zusammenarbeiten können, dass es eben diese Gleichheit der Menschen gibt, dass es nur auf die Qualität und den Intellekt der Leute ankommt und nicht auf ihre Herkunft. Sensationelle Gedanken Ende des 15. Jahrhunderts. Und so zieht er das hier auch konsequent durch. 1495 wird Eberhard im Bart zum Herzog erhoben. Und was macht er? Er reist nicht nach Urach, nicht nach Stuttgart, nicht nach Tübingen als erstes, sondern er reist als allererstes hierher auf den Einsiedel, um mit den Brüdern zu beraten, was jetzt zu tun ist. Übrigens mit einem Ergebnis, das, glaube ich, Eberhard im Bart nicht sonderlich gefällt. Der Chef des Hauses hier, Gabriel Biel, macht ihm massive Vorwürfe und sagt, wie kannst du dich zum Herzog erheben lassen? Das bringt gar nichts und kostet nur unglaublich viel Geld für die Untertanen. Massiver Gegenwind. Den lässt er sich hier bieten. Denn nochmal, es ist hier eine Versammlung untergleichen, ein Beratergremium. Abgesehen davon, dass er mit Gabriel Biel eigentlich auch ein komplett anderes Verhältnis hat, das haben wir aber schon in der Folge über die Universität erfahren. 1496 stirbt Eberhard im Bart. Und was macht er? Er lässt sich hier auf dem Einsiedel bestatten, und zwar im Gewand der Brüder zum gemeinsamen Leben. Als Laienbruder, sodass er noch in seinem Tod quasi demonstriert, ich gehöre als einfacher Bruder hierher, so wie die Brüder hier auch alle gleich sind. Faszinierend. Und von großer politischer Tragweite. Da gucken wir jetzt mal an die Stelle, wo er tatsächlich bestattet wurde. Was wie normaler Acker aussieht und eine deutlich ungenützte Wiese, ist in Wirklichkeit der Standort des ehemaligen Bruderhauses, Stift St. Peter der Brüder zum gemeinsamen Leben in Württemberg. Unmittelbar hinter mir stand ein Gebäude, das 5 Stockwerke hoch war, massiv, reich ausgestattet und von großer Strahlkraft. Denn hier war versammelt die geistliche und geistige Elite Württembergs, des Beratergremiums Eberhard im Bart. Hier das Bruderhaus und hier eine Stiftskirche, die von den Dimensionen her vergleichbar ist mit der Stiftskirche Tübingen oder der Stiftskirche in Stuttgart. Man kann sich es kaum noch vorstellen. Diese Stiftskirche und dieses Haus hier erlebt jetzt 1498 großen Glanz. Denn 1498 kommt König, später Kaiser Maximilian, der letzte Ritter, hier auf den Einsiedel und besucht das Grab Eberhards im Bart. Was war passiert? Gehen wir noch mal kurz auf die Herzogserhebung ein Jahr vorher.
Auf dem Reichstag in Worms, wo Eberhard im Bart ja zum Herzog erhoben wird, hat Maximilian massive Probleme. Er ist notorisch finanzschwach und hat auch so nicht unbedingt der stabilste Stand im Reich. Und so gibt es diverse Opposition des Hochadels und der hohen Geistlichkeit, die Maximilian dazu zwingen möchte, seine Macht abzugeben. Stichwort Reichsregiment. Die möchten quasi ein Gremium installieren, das den König oder Kaiser entmachtet. Maximilian ringt in Worms ganz massiv mit diesem Gremium, beziehungsweise mit dieser Idee des Reichsregiments. Mittendrin Eberhard im Bart, der zumindest das Vertrauen, wenn nicht die Freundschaft König Maximilians genossen hat. Und Eberhard im Bart, 1495, kann auf seine Erfahrungen auf dem Einsiedel zurückgreifen und kann sagen, pass auf König, ein Beratergremium, das entsprechend zusammengesetzt ist, ist gar nicht dumm. Das funktioniert unter Bedingungen, wie ich sie auf dem Einsiedel festgelegt habe. Maximilian hört sich das an. Es kommt ein Jahr später zum Tod Eberhards im Bart. Da drüben, wie gesagt, sein Grab. Und der Herrschaft von Eberhard II., die halt nicht gut endet. Als dann Eberhard II. Abgesetzt wird durch Maximilian, kommt Maximilian hierher und tritt hier an das Grab Eberhards im Bart und spricht diese berühmten historischen Worte. Hier liegt ein Fürst, den ich an Weisheit mit keinem anderen zu vergleichen weiß. Was meint er mit Weisheit? Klar, Eberhard hat Bildung erworben. Aber was er vermutlich meint, ist die Weisheit, was das Regieren angeht, zusammen mit verschiedenen Ständen. Nicht vergessen, es ist ein Ego-Dokument Eberhards im Bart, der genau das erklärt. Im Grunde genommen sind alle Menschen gleich. Und man kann alle Menschen, alle Stände auch in die Regentschaft mit einbeziehen. Sensationell. Und das lobt König Maximilian da hinten. Als dann Eberhard II. Abgesetzt wird, mehr dazu in einem anderen Video, übernimmt dann sogar tatsächlich eine Regentschaft diese drei Stände, unter anderem mit mindestens einem Bruder hier auf dem Einsiedel. Im Grunde genommen kann man sagen, dass diese Wiese hier massiv Geschichte geschrieben hat. Ade.